Willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Zaphos 2 Zekka X Saurian und das, was die Codemails noch betrifft. Ich finde den Zettel nicht mehr, wo ich früher alle aufgeschrieben habe, die ich hatte. Ich weiß nur, dass ich noch irgendwann Silbermeteor habe und den Rest habe ich schon wieder vergessen. Aber egal, werden wir sicherlich hier noch irgendwo eine andere Codemail finden. Ich denke, in der großen Welle müsste noch eine sein. Aber das weiß ich nicht so genau. Sehen wir den Tatsache ins Auge. Zack wird nicht zurückkommen. Ja, aber er hat seine Gründe. Gründe? Aus welchem Grund sollte er mich ignorieren? Ich habe keine Lust mehr, seine Freundin zu sein. Hm. Ich lasse sie jetzt besser allein. Okay, was machen wir denn dann? Ach ja, das kommt jetzt. Ich werde alles versuchen, um Messi zu finden. Denn das ist alles, was mir noch bleibt. Ich bin klein. Ich trage eine Brille. Ich bin unsportlich. Du bist schlau. Ich bekomme zwar gute Noten, aber so gut wie Press bin ich nicht. Ich habe nichts, worauf ich stolz sein kann. Wikipedia. DE. Und so. Was denn das? Messi? Messi? Komm schon. Das ist doch Herr Romero. Was macht er da? Oh. Ich wette, er sucht auch nach Messi. Obwohl er gesagt hat, dass er müde ist und sich etwas hinlegt. Er legt sich mächtig ins Zeug für die Geschichte. Ich sollte mich mal an seine Fersen heften. Materialisiere U-Boot. Hä? Okay. Sehr gut, sehr gut. Messi ist fast bereit für die Kameras. Diese dumpfen Stubenhocker werden Augen machen. Wenn die wüssten, Messi existiert nicht. Diese Stubenhocker wollen doch nur unterhalten werden. Oh. Fakten würden da nur unnötig stören. Das kann nicht sein. Er wird die Zuschauer an der Nase herumführen. Der Messi, den ich gesehen habe, war nicht echt. Ist auf was draufgetreten? Ja. Hä? Wer ist da? Rauskommen! Hallo? Keine unsichtbare Wände? Okay, keine materiellen Wände. Du kannst ihn sehen durch Luft. Da ist keine Wand und selbst wenn sie unsichtbar wäre, müsste man Zack von dort aus sehen, du Vollidiot. Ja, und so? Du hast mich gesehen! Wow, so viele ist. Was soll der Schwachsinn? Ja, zensierte Schläge aus Cartoons. Herrje. Ich will hier raus. Was jetzt? Boah. Ich lasse den Bengel fürs erste U-Boot. Ich will hier raus. Ja. Ruhe, du kommst da nicht raus, kapiert? Warum wollen sie die Zuschauer betrügen? Hör zu, Bengel, du verstehst meine Arbeit nicht. Die Wahrheit hat in diesem Geschäft keine Bedeutung. Es geht nur ums Geld. Darf ich dir in die Fresse schlagen? Nein, ich tue es trotzdem. Okay. Hier erzählen einzig und allein die Quoten und das Geld. Dann liegen sie falsch. Falsch? Ich erzähle dir, was falsch ist. Meine Logik. Als ich jung war, war ich noch anders. Ich habe versucht, den Leuten die Wahrheit zu zeigen. Und warum? Weil ich die Quoten nicht erreicht habe. Jetzt nennen sie mich ein Genie. Ich habe früher die Wahrheit gezeigt, aber konnte kaum davon leben. Da habe ich einmal einen meiner Berichte geändert, als Test. Und weißt du was? Die Quoten stiegen drastisch an. Und mir gefiel das. Ja, ich kann jetzt davon leben, bin stinkreich und hab Geld. Als Fresse. Findest du jetzt immer noch, dass ich falsch handle? Ja? In Wahrheit sind doch die Stubenhocker zu Hause schuld. Nein.
Lassen Sie mich jetzt hier raus, sofort. Zuh. Du weißt doch, dass das nicht geht. Und weißt du warum? Weil du jedem verraten würdest, dass Messi ein Schwindel ist. Wer sollte einem kleinen Jungen glauben? Schon mal daran gedacht? Nein, natürlich nicht. Und was wäre dann mit all den wundersamen Dingen auf der Welt? Moment mal, wenn der Oberbildschirm jetzt wirklich nicht mehr lagt, freue ich so sehr auf das Klingeln nochmal zu Apple. Okay. Ich muss eine Abgabefrist einhalten. Was würdest du tun? Was würdest du tun? Was würdest du tun? Was willst du tun? Ich würde mich... wie sagt das? Ich würde mich auf die Suche nach dem echten Messi begeben. Hä? Bester! Hi! Wo kommst du denn auf einmal her? Keine Angst, ich bin der neueste Showsponsor. Wer es glaubt, das steht bestimmt so einfach nur in deinem Drehbuch, der ist sowieso immer verfickt. Entschuldigung, verfuht falsch ist. Mein Sponsor? Ja. Ich gewähre dir große Macht. Und dann wirst du meinem Drehbuch folgen. Ihrem Drehbuch? Tja, ich arbeite nicht mit Amateuren. Das hat er recht, seine Drehbücher sind für den Arsch. Falls Sie noch es noch nicht wissen. Ich verspreche, es wird ein großer Erfolg. Und was nennst du meine Drehbücher? Amateurhaft? Ein Scheitern ist möglich. Ja, das lese ich jetzt nicht so vor, weil es sowieso nicht stimmt. Wenn du scheiterst, verliere ich mein Gesicht. Welches Gesicht bitte? Und wieso solltest du es verlieren? Höchstens deine Ehre. Wovon reden Sie da? Es darf nichts mehr schief gehen. Tut mir leid, Mega Man ist gerade zufällig hier, also nö, kann's knicken. Ich muss dir beweisen, dass ich es wert bin. Ach, Drehbücher Müll, dann bist du es vielleicht. Spontan reagieren, nicht alles planen. Ich mache das und zeig dich. Ich werde alles mit in die Dunkelheit reißen. Das ist meine Bestimmung. Ich bin die Zerstörung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das könnte klappen. Wenn ich mich ans Drehbuch halte, bekomme ich die Quoten, die ich verdiene. Sie werden unermesslich hoch sein und ich werde stinkreich. Das wäre ein neuer Anfang für mich. Ja, und jetzt braucht man keine Persönlichkeitskompatibilität mehr. Die Zukunft kann kommen. Wellenänderung. Meine Damen und Herren, machen Sie sich bereit. Was Sie gleich sehen werden, müssen Sie gesehen haben, um es zu glauben. Bleiben Sie bei uns. Sonst werde ich Sie fressen. Und meine Quoten wird sinken. Meine Quote. Ja. Hi, Zack. Hallo. Okay. Ich werde nochmal mit ihm reden. Ich bin gleich zurück, okay? Hä? Ein Erdbeben! Was? Erdbeeren? Ich liebe Erdbeeren. Fehlanzeige, rate nochmal. Luftbeben, wenn schon. Zitze, Tsunami! Ein Tsunami? Wir müssen nach oben. Alle aufs Aufsichtsplateau! Es ist ernst. Wir sollten auch aufs Aussichtsplateau. Was mit Zack? Keine Ahnung. Wir könnten jetzt unendlich lang hier noch rumstolzieren, aber... Aussichtsplateau! Wir kommen! Hoffe ich mal. Ey, Gänse! Egal. Oh, lolo, 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 lolo.
Ja, wo bleibt da der Tsunami? Wusch! Peng, bong, knall! Was? Alle Häuser stehen noch? Wie langweilig. Ach, naja. Puh, ich hab schon geglaubt, dass wir es nicht mehr schaffen. Was ist da? Hey Leute, schaut mal! Und gleich kommt eine Stelle, wo ich dachte, ich werde diesen Teil auch nicht mehr schaffen. Das ist Messi! Applaus, Applaus, es gibt ihn! Was für eine Entdeckung! sehr gut, ihr seid fabelhaft. Stellt sicher, dass die Kameras laufen. Das wird der Film des Jahrhunderts, ein lebendiger Drache. Nein, kein lebendiger Drache. Ist das Messi? Fehlanzeige, rate nochmal! Oh nein, Kleiner. Das ist kein Drache, das ist ein EM-Körper. Wirklich? Messi ist in Wahrheit ein EM-Körper? Ganz genau. Er hat den Tsunami ausgelöst. Ja, jetzt wird's interessant. Jetzt kann er endlich was auf die Fresse geben. Lass uns loslegen. Warte, Mega. Gio. What's happened? Was ist denn? Er ist weg. Zack ist... Er ist verschwunden. Was meinst du damit, er ist weg? Ich habe mir Sorgen gemacht und ihn gesucht. Aber er ist spurlos verschwunden. Er ist nicht auf der Aussichtsplattform. Meinst du, der Tsunami hat ihn... Bip. Zack, öffnen! Hilfe! Alles... ja genau, nicht ich. Alles in Ordnung, Zack? Wo bist du? Bist du das, Press? Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Du bist nicht sauer auf mich? Pff, natürlich! Idiot! Das ist doch jetzt egal! Wo bist du? Press, ich glaube, ich bin am Grund von Loch Ness. Ich bin in einem U-Boot gefangen. Es ist dunkel und eng hier drin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Deine Luft geht bald aus. Bitte, helft mir! Zack! Verbindung verloren. Ich hab ihn verloren. Moment, das ist mein Star Career. Ich hab ihn verloren. Ja, das ist meine Schuld. Wenn ich Zack nicht böse gewesen wäre. Press. Gio, du musst ihn retten. Ich flehe dich an. Natürlich ist mein Freund hier. Ich habe dich noch nie um etwas angefleht. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Ich hole Zack da raus. Bleib ganz ruhig, ich bringe ihn zurück. Okay. Hey Kleiner, ich weiß, dass du ihm helfen willst. Aber wie willst du das im Wasser schaffen? Loch Ness ist nicht nur groß, sondern auch ziemlich tief. Uns bleibt keine Zeit zum Nachdenken. Es muss eine... Ich weiß, ich kann Loch Ness durchsuchen, ich brauche nur... Als ich nach Zack gesucht habe, war da jemand mit einem Unterwassermaterialien-Dings da? Genau das brauche ich. So, das ist unsere Aufforderung. Aber... ich würde... Nee, neue Karten haben wir nicht bekommen, oder? Nö. Ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.